Du musst in deinen Excel-Tabellen Zeilen und Spalten ausblenden, zum Beispiel für einen Ausdruck, weil du diverse Details einfach nicht im Ausdruck dabei haben möchtest. Bislang erledigst du das recht umständlich mit vielen Klicks. Hallo, schön, dass du wieder hier vorbeischaust. Mein Name ist Robert Kirschner und ich zeige dir heute, wie du das zum einen grundsätzlich erledigen kannst und ich habe heute einen Trick für dich dabei, wie du das dauerhaft so einrichtest, dass das künftig nur noch mit einem Klick erfolgt. Schauen wir es uns an. Zeilenspalten aus- und einblenden ist etwas, was du in der täglichen Excel-Praxis immer wieder gebrauchen kannst, um Details deiner Daten schlichtweg entweder für den Ausdruck auszublenden oder auch in der Zahlendiskussion interessieren dich jetzt vielleicht nur die Ergebnisse und nicht die konkreten Details. Das Ganze geht zunächst mal vonstatten, indem du hier die Spalten, die du ausblenden möchtest, markierst und dann hier im konkreten Beispiel, ich will nur über das erste Quartal reden, rechte Maustaste ausblenden auswählst. Genauso möchte ich hier nur über die Ein- und Ausgaben reden, also markiere ich die entsprechenden Spalten und blende sie jeweils mit der rechten Maustaste in dem Befehl Kontextmenü ausblenden aus. Wenn du die wieder sehen möchtest, die jeweiligen ausgeblendeten Daten, musst du jeweils über den gesamten Bereich deine Markierung ziehen, also hier die Spalte D bis zur Spalte H und dann wieder einblenden auswählen. Genauso hier, wenn ich die gleich alle sehen möchte, kann ich das ebenso wieder machen. Mit der rechten Maustaste einblenden. Für mich kleiner Nachteil dieser Technik, die ich dir gerade gezeigt habe, ist, dass wenn du das jetzt immer wieder brauchst, du jedes Mal wirklich diese ganzen Markierungen wieder machen musst, rechte Maustaste und ausblenden bzw. einblenden auswählst. Also immer drei Klicks, um zum Ziel zu kommen. Und deswegen hier der kleine Tipp, wechsel in das Register Daten und hier hinten bei der Gruppe Gliederung kannst du diese Daten dauerhaft gruppieren und damit steht dir dann dieser gruppierte Bereich ab diesem Zeitpunkt dauerhaft für das Aus- und Einblenden zur Verfügung. Das Ganze geht los wie gerade schon gehabt. Du markierst die Spalten, die du ausblenden möchtest oder jetzt eben gruppieren möchtest, klickst hier auf Gruppieren und erhältst dann erstmal hier diese Gruppierungsanzeige, dieses Minus, beziehungsweise hier diese Zahlen 1 und 2, mit denen du diese Gruppierung steuern kannst. Das Klick auf Minus, beziehungsweise auf den 1er, blendet jetzt diesen Bereich aus. Das Klick auf das Plus, beziehungsweise auf den 2er hier, blendet das Ganze wieder ein. Ebenso hier für die Zeilen. Und den Vorteil dieser Technik, die ich die jetzt hier gezeigt habe mit dem Kopieren, ist für mich, dass mir das dauerhaft zur Verfügung steht und ich nicht jedes Mal mit drei Klicks ausblende oder einblende. Ich kann hier sofort die Details ausblenden oder wieder einblenden. Sollte mal bei deinen Gruppierungen was schiefgelaufen sein oder du musst den Bereich erweitern, neu aufsetzen, ziehst du hier einfach die Markierung entsprechend drüber und sagst hier Gruppierung aufheben. Ebenso hier ist die Gruppierung auch wieder aufgehoben. Und das ist eine sehr, sehr schöne Technik, finde ich, mit der du deutlich schneller Details anzeigen lassen kannst oder auch wieder einblenden lassen kannst, sei es für Zahlendiskussionen oder für deine Ausdrucke. Ich wünsche euch jetzt viel Glück und Erfolg beim Umsetzen, freue mich wie immer über einen Daumen hoch und wenn ihr meinen Kanal abonniert, sodass wir uns hier öfter sehen. Bis zum nächsten Mal.